Ja, da bin ich auch noch mal wieder. Und zwar wollte ich jetzt mal was vorstellen. Das stand da hinten in der Ecke. 5 Jahre lang. Deswegen sieht man hier auch noch die Staubreste. Das stand 5 Jahre lang in der Ecke. Der ganze Staub, der hier liegt, ja, aber da drauf. Eine Kübelspritze von Bundeswehr. Ja. Die ist allerdings schon ganz alt. Die haben wir mal, da war ich noch ganz, ganz klein. Da haben wir die in Schwerte am Freischütz auf dem Trödelmarkt gekauft. Also meine Eltern haben mir die da gekauft. Da war ich aber noch ganz klein. Ich kann nicht mehr sagen, was die gekostet hat. Auf jeden Fall die Kübelspritze hier, die habe ich schon 15, 16 Jahre alt müsste die jetzt sein. Da war ich noch ganz klein, wo ich die gekriegt habe. Das war früher mal ein Geschenk, ist das gewesen, von meinen Eltern. Und die haben wir damals mal am Freischütz in Schwerte auf dem Trödelmarkt gekauft. Ist aber schon ganz lange her. Ich kann nicht mehr sagen, was die gekostet hat, weil das schon so lange her ist. Und die habe ich jetzt schon 15, 16 Jahre alt, müsste die sein. Die habe ich damals mal geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Wie gesagt, das ist ein Geschenk gewesen. Die habe ich mir nicht selber gekauft. Die haben meine Eltern mir damals gekauft. Vor 15, 16 Jahren haben wir die gekauft am Freischütz in Schwerte auf dem Trödelmarkt. Also vor, das ist schon ganz lange her jetzt, wo ich die gekriegt habe. Da war in Schwerte am Freischütz Trödelmarkt. Das weiß ich noch. Und da haben meine Eltern mir die gekauft. Also in Schwerte am Freischütz ist mal Trödelmarkt gewesen vor ein paar Jahren, vor 15, 16 Jahren. Und da haben meine Eltern mir die dann gekauft und dann habe ich die gekriegt. Aber die ist schon 15, 16 Jahre, habe ich die schon. Die habe ich mindestens 15 Jahre, wenn nicht 16. Die habe ich schon ganz lange. Die haben mir meine Eltern damals mal, da war in Schwerte am Freischütz Trödelmarkt und da haben meine Eltern mir die gekauft. Aber was sie gekostet hat, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die schon ganz lange. Ich weiß gar nicht, ob man die so überhaupt noch kriegt. Heutzutage gibt es ja nur noch Feuerlöscher. Das wollte ich halt mal eben mitteilen, dass ich sowas auch habe. Hier ist sogar noch der Schlauch dran. Guck mal, hier ist sogar schon. Wo ich noch in einer alten Wohnung gewohnt habe, in Hengsen. Da habe ich da immer mitgespielt, mit der Pumpe, als ich noch kleines Kind war. Und seitdem steht die nur in der Ecke rum. Aber die kann man ja vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen für was. Wer weiß, was noch kommt, die kann man ja vielleicht nochmal für irgendwelche Spiel, für irgendwelche Wasserschlachten oder so, kann man die ja noch gebrauchen. Mache ich das mal hier wieder drum, oder macht man das nicht eigentlich so? Mit Schlauchhalter ist er sogar. Kann man hier den Schlauch reinstecken? So. Aber ich mach das lieber so. Na, so. Boah, geht der überhaupt noch hoch und runter? Erstmal nachgucken. Der funktioniert noch. Da stand die drin, die Kühlschrotze hier in dem Karton. Da war die drin. Hier ist noch ein Steckdosenwürfel. Der ist auch noch. Ja. Steckdosenwürfel. Mit 4 Steckdosen. Davon hole ich mir vielleicht auch noch mehr. Muss ich mal gucken. Die kosten 30 Euro. Die sind nicht so teuer. Die sind total billig. Aber gut.
gute Qualität von den Teilen. Die kann man draußen stehen lassen und alles. Packe ich den mal wieder hier hin. Und ja. Hier liegt noch Adapterstück. Das ist 32 Ampere Stecker auf 2x 32 Ampere Steckdose. So sieht er aus. Da geht das Kabel rein. Dann habe ich hier noch sowas. Amok-Alarm. Und sonst gibt es nichts Neues. Oder bis jetzt zumindest nicht. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.